Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Fulham Youngster Harvey Elliott geworfen. Paco Alcácer wird gegen Frankfurt im Kader stehen. Jakob Brun Larsen lobt den Neuzugang in höchsten Tönen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet ihr hier. Borussia Dortmund jagt offenbar Fulham-Juwel Harvey Elliott. Der BVB hat nach Informationen des London Evening Standard offenbar ein Auge auf Harvey Elliott geworfen. Der 15-jährige Mittelfeldspieler soll mehreren Scouts bei einem U15-Turnier in Italien in diesem Jahr aufgefallen sein. Dem Bericht zufolge sind neben Borussia Dortmund auch die englischen Top-Teams Chelsea und Manchester City sowie der FC Barcelona an Elliott interessiert. Nach den Fahrregeln darf der Youngster jedoch erst ab Januar einen Jugendvertrag unterzeichnen. Ein Profivertrag wäre erst ab seinem 17. Geburtstag im April 2020 möglich. BVB, Brun Larsen und Favre loben Neuzugang Alcácer. Gegen den VfL Osnabrück stand Paco Alcácer zum ersten Mal für den BVB auf dem Platz. Beim 6:0-Sieg glänzte jedoch statt dem Spanier Youngster Jakob Brun Larsen. Der lobte den Neuzugang vom FC Barcelona nun im Kicker in höchsten Tönen. Paco hat einen überragenden Torabschluss, sagte der 19-Jährige. Brun Larsen ist sich sicher, dass Alcácer hier Erfolg haben wird. Unser Job ist es, ihm dabei zu helfen. Auch Trainer Lucien Favre zeigte sich angetan von seinem neuen Stürmer, er versteht Fußball. Er bewegt sich nach vorn, er bewegt sich zurück. Wir können mit ihm kombinieren. Bedenken, weil Alcácer mit einem 1,76 Meter Körpergröße keine klassischen Mittelstürmermaße besitzt, hat Favre nicht. Es funktioniert mit ihm, gab der Schweizer gegenüber dem Kicker schlicht an. BVB-Transfers, Neuzugänge von Borussia Dortmund, Name, Alter, Verein, Ablöse: Abdou Diallo 22, Mainz 05, 28 Millionen Euro, Thomas Delaney 27, Werder Bremen 20 Millionen Euro, Axel Witzel 29, Tianjin Quanchi in 20 Millionen Euro, Marius Wolf 23, Eintracht Frankfurt 5 Millionen Euro, Paco Alcácer 25, FC Barcelona, Lahiri Kühlschlägel 22, Werder Bremen, Ablöse frei, Marvin Hitz 30, FC Augsburg ablösefrei, Achraf Hakimi 19, Real Madrid leihe Alcácer gegen Frankfurt im Kader, Guerreiro verletzt. Die BVB-Fans dürfen Alcácer wohl am Freitag in einem Pflichtspiel beobachten. Der 25-Jährige wird gegen Eintracht Frankfurt aller Voraussicht nach im Kader stehen. Dagegen muss Lucien Favre auf zwei Abwehrspieler verzichten. Ömer Toprak fällt vorerst mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. Auch Rafael Guerreiro plagt eine Muskelverletzung, weswegen er vorzeitig von der portugiesischen Nationalmannschaft abgereist ist. Dortmund, Birki und Pulisic drohen auszufallen, Toprak und Guerreiro fallen sicher aus. Bei Roman Birki und Christian Pulisic besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung auf einen Einsatz am Freitag. Birki laboriert aktuell an Oberschenkelproblemen, konnte vergangene Woche nicht trainieren. Anfang dieser Woche soll ein Härtetest Aufschluss über seinen Status für die Partie gegen Frankfurt geben, ähnlich sieht es bei Pulisic aus. Dem US-Amerikaner plagen weiterhin muskuläre Probleme. Am heutigen Montag will er nach zwei Wochen voller individuellen Einheiten erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Punkt. Ein Einsatz am Wochenende ist laut der Bild jedoch unwahrscheinlich.